Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben, aus dem Landhaus Ettenbühl. Ganz herzlich willkommen bei uns. Was machen wir heute? Rosen für Hecken. Ist ein super tolles Thema, vor allem jetzt um diese Jahreszeit, weil jetzt kann man im Herbst pflanzen und umpflanzen und planen und umplanen. Und Hecken sind, also Rosen in Hecken, Heckenrosen sind total unterschätzt eigentlich. Man denkt immer nur an alle möglichen anderen Heckenformen, aber Rosen sind einfach ganz, ganz toll dafür zu gebrauchen. Wir geben euch heute deswegen eine ganze Menge Tipps für kleine Hecken, mittlere Hecken und große Hecken. Und das Tollste daran ist, dass die meisten Rosen, die ich euch hier vorstellen werde, eben für die Hecken, natürlich auch noch für andere Situationen verwendet werden können, in Beeten oder eben auch in Töpfen, wie auch immer. Kommen wir gleich dazu. Schauen wir uns an zusammen. Dann hat es hier gestürmt in den Gärten. Da werden wir noch ein bisschen gucken. Wir haben wieder ein bisschen Floristik, Deko für den Herbst für euch. Ja, legen wir gleich los, oder? Auf geht's! Ja, viele kommen überhaupt nicht auf die Idee, in ihren Gärten eben auch mit Rosen zu arbeiten als Hecken. Und ihr habt hier zum Beispiel ein wunderschönes Beispiel von einer kleinen Hecke, die einfach so als Beeteinfassung gedacht ist. Ne? Ist unser Gemüsegarten, bietet sich natürlich an, die Beete hier einzufassen. Wir haben auch andere Heckenformen hier. Aber gerade hier diese Rose de Meaux ist eine ganz, ganz wunderschöne, kleinwüchsige Rose, einmal blühend. Centifolie. Und eben, ihr seht, sie hat auch wirklich diesen komplett heckigen Charakter, auch wenn sie dieses Jahr so ein bisschen davon geschossen ist, natürlich auch wie alle anderen Rosen auch. Also die kann locker nochmal auf die Hälfte auch zurückgenommen werden oder ein starkes Drittel zumindest zurückgenommen werden. Werden wir demnächst auch machen. Die werden einfach mit dem Heckenschneider, können wir euch gerade mal zeigen, runtergeschnitten und wieder richtig schön auf heckige Form gebracht. Da das eine einmal blühende Rose ist, eben eine Centifolie, kann man das natürlich jetzt dann auch im Herbst durchaus schon machen. Und da hat die auch gar kein Problem damit. Aber solange sie natürlich noch so schön im Laub steht, lassen wir sie jetzt im Moment auch noch mal. Aber eben, diese Rose kann sehr schön formal gehalten werden, hat eine wunderschöne, altmodische, kleine, gefüllte Blüte auch, die Rose de Meaux, einen schönen Duft dabei. Und dann sagen halt manche immer so, oh, blüht doch nur einmal. Aber ich finde, das macht überhaupt nichts, ja, weil ihr seht, immer grün sind viele Hecken. Ne? Das habe ich bei der Rose auch, weil sie auch ein wunderschönes, attraktives Laub hat. Aber ich habe natürlich nochmal den zusätzlichen Bonus, dass sie eben im Juni in der Regel ihre 3, 4, vielleicht sogar, wenn es wettergünstig ist, 5 Wochen blüht. Und wer hat schon so eine schöne blühende Rosenhecke? Und ihr seht ja, eine Blüte, eine Knospe neben der anderen. Das ist also wirklich ein absoluter Traum, das dann zu sehen. Also diese Rose de Meaux für kleine Hecken, wie gesagt, die ist jetzt bei mir hier so Oberschenkel hoch, kann aber nochmal durchaus zurückgenommen werden. Und hier, wenn wir um die Ecke gehen, da hat es nochmal quasi eine ähnliche Rose, nämlich Pompon de Bourgogne. Das ist auch eine, da sieht man jetzt auch sehr schön, wie sie schon ein bisschen das Laub verliert. Auch ein bisschen dunkler in der Blüte als die Rose de Meaux, aber ganz, ganz ähnlich. Und auch da können wir jetzt demnächst wieder mit dem Heckenschneider drüber gehen. Also da gehen wir jetzt nicht mit der Schere hin und schneiden jeden einzelnen Trieb ab, sondern wirklich da wird rübergegangen und eine schöne Form wieder erzielt. Aber auch die natürlich dieses Jahr durch den vielen Regen sehr, sehr, sehr davon geschossen. Aber das sind also ganz tolle, kleinwüchsige Heckenrosen. Und wie gesagt, das macht überhaupt nichts, dass die nur einmal blühen. Lieber einmal so eine tolle Rosenblüte, so eine blühende Hecke, die wirklich was hermacht, an der ich mich erfreue. Und dann eben später durch den ganzen restlichen Sommer komplett pflegeleicht, sehr, sehr gesund. Eben habe ich dann diese schöne heckige Form. Ich kann sie im Winter jederzeit schneiden, wann ich dazu Lust und Zeit habe. Und dann ist sie im Frühjahr eben wieder dann bereit für die nächste Saison. Genau, das sind 2 einmal blühende.
Man kann natürlich auch mit öfter blühenden kleinwüchsigen Rosen als Hecken arbeiten. Da müsst ihr euch nur einfach überlegen, die sind dann nicht ganz so kompakt. Das ist halt das Tolle an diesen Einmalblühenden, gerade der De Meaux und der Pompon de Bourgogne, dass sie sich eben wirklich so sehr formal wie eine Hecke eben ganz ordentlich präsentieren lassen. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel mal durch den Bogen gehen, Mrs. Billy Crick, schaut mal, ist immer noch am Blühen da oben. Ist das nicht hübsch? Teilweise Hagebutten, teilweise Blüten. Genau, wenn wir hier mal hingehen, haben wir jetzt hier noch die Dainty Pink zum Beispiel stehen. Auch ein bisschen davon geschossen noch, auch hier noch die letzten Blüten, sehr schön. Hier gibt es ja auch noch die Dainty White. Und man kann natürlich auch so eine heckige Anpflanzung machen mit öfter blühenden Rosen. Kommt auch total gut, sehen sehr, sehr schön aus, aber sind natürlich immer so ein bisschen die unordentlichere, nicht so ganz geordnete Hecke. Aber eben gerade hier so Dainty White, Dainty Pink, die haben wir immer hier so an diesen Wegkanten entlang stehen, sind super, auch tolle kleine Hecken zum Beispiel. Eine, die ich euch sehr gut ans Herz legen kann, ist zum Beispiel auch die weiße White Cover. Ist eigentlich eine Bodendeckerrose, aber macht eben auch ganz, ganz tolle kleine Hecken. So auf, weiß nicht, 30, 40, 50 Zentimeter, je nachdem. Und sieht also wirklich auch ganz super aus als Beeteinfassung oder entlang eines Weges. Wirklich schön. Was auch noch super, super toll ist, das ist Baby Faura. Eine ganz schöne, auch eigentlich kleine Bodendeckerrose, die man toll im Beet als Gruppe pflanzen kann, logisch, oder auch in den Topf pflanzen kann, die aber auch super gut Hecken macht. Die hat diese wunderschöne Moos-Pflaumen, wie soll ich sagen, ja, starke Blüte, einfach mit den hübschen Staubgefäßen, ist auch toll für die Bienen und lässt sich eben auch sehr, sehr schön kompakt halten. Natürlich nicht so kompakt wie die Rose de Meaux und die Pompon de Bourgogne, nicht so formal, auch so ein bisschen wilder, aber macht auch wirklich richtig schöne kleine Hecken. Was heißt kleine Hecken? Ich würde so sagen, eben immer so Kniehöhe oder leicht über Kniehöhe kann man ungefähr damit rechnen. Und bei diesen, da ist nämlich neulich auch eine Frage gestellt worden, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, die Andrea war das genau, die hat gefragt, ich möchte auf 7 Meter Länge Rosenhecken pflanzen, eben auf 7 Meter bei so kleinwüchsigen Rosen, eben bei diesen kleinen Hecken, da kann man im Prinzip sagen, so Pflanzabstand 30, maximal 40 Zentimeter, damit es eben euch schön dicht auch wird. Ne? Wenn ihr größere Hecken, kommen wir gleich noch später dazu, kann ich mit den Abständen ein bisschen größer werden, aber gerade so bei diesen kleinwüchsigeren Hecken auf jeden Fall den kleineren Abstand auch nehmen. Super schön ist auch noch Pink Emily. Die kennt ihr von uns vorne vorm Zelt. Die ist natürlich ein bisschen größer als kleine Hecke. Also da sind wir gut über Kniehöhe. Aber ist natürlich auch eine ausdauernd blühende, sehr üppige, wildere Hecke. Und macht natürlich wirklich absolut was her, wenn man die eben dann den ganzen Sommer über immer wieder blühend in seinem Garten hat. Also wäre auch toll. Und was auch noch super schön ist, ist zum Beispiel Jumping Jack von John Scarman. Die hat diese Mehrfarbigkeit, die ist natürlich auch total fröhlich, kann man auch gut im Topf wieder kultivieren, kann man gut als Gruppe, als schönes Kissen im Beet haben, aber eben in die Reihe gepflanzt, 30, 40 Zentimeter Abstand, kann ich sie natürlich auch toll eben heckig ziehen. Also von daher auch eine tolle Sache. Schaut mal hier nur ganz zwischendurch, ist es nicht hübsch mit dem Ettenbühler Glöckchen jetzt wieder, mit den Hagebutten. Also es ist schon eine sehr, sehr schöne Zeit jetzt, auch wenn so alles langsam zurückgeht. Wir hatten den ersten Herbststurm hier in den Gärten. Ihr seht es, als wir da heute Morgen durchgelaufen sind, da hat es einiges von den Bäumen runtergeholt. Da sind wir dann auch wieder schwer am Aufräumen gewesen. Und haben aber natürlich trotzdem jetzt auch in den Gärten wunderschöne Herbstfärbung. Die Zellcover sieht toll aus. Ja, die ganzen Ahorn sind richtig schön rot schon. Der Kornus mit seinen wunderschönen Früchten hier so beim Blick in den Teichgarten, da feuert es natürlich total. Aber eben, bevor ich jetzt hier schon wieder so ins Schwärmen mit euch komme,
Wir haben diese Woche wieder ein Wurzelnackt-Special für euch gemacht, eben genau mit diesen Heckenrosen. Aber da sie natürlich nicht nur als Hecken verwendbar sind, sondern auch in Töpfen oder einfach als Gruppen in Beeten, ist es vielleicht nochmal interessant. Nicht alle Rosen, die ich euch jetzt vorstelle in diesem Video, sind im Special drin vergünstigt, aber doch einige. Guckt einfach dann mal rein. Wir tun es euch auch immer unten einblenden, welche dazugehören. Und die sind dieses Mal als Fünfergruppe gedacht, ne? Weil, wenn ihr so eine Hecke macht, dann müsst ihr ja eben mehrere in die Reihe pflanzen und deswegen ist eine Fünfergruppe auf jeden Fall mal gut. Und dann könnt ihr euch einfach ausrechnen, wenn ich eben den und den Pflanzabstand habe, wie viel Pflanzen ich dann brauche, kann man sich dann unter Umständen auch zwei Fünfergruppen gönnen oder eben so eine Fünfergruppe natürlich wieder schön eben auch als Kissen ins Beet reinpflanzen. Oder eben auch für Töpfe verwenden, wie ihr eben wollt. Aber das ist also das Special diese Woche. Dann wollen wir mal übergehen zu den mittelgroßen Rosen, die natürlich auch tolle Hecken machen. Also wenn ihr nicht so im ganz kleinen Heckenbereich bleiben wollt, sondern ein bisschen größer werden wollt, da gibt es zum Beispiel wunderschön die Olivia, eine englische Rose, sehr, sehr, ja, wirklich sehr niedliche, sehr hübsche Blüten auch mit einem guten Duft dabei. Und die wächst auch recht gut kompakt. Und lässt sich daher auch wirklich gut in eine öfter blühende, so halbhohe Hecke verwandeln. Aber natürlich auch schön als Gruppe im Beet. Im öfter blühenden Bereich kann man natürlich auch, wenn man so ein bisschen dunkler werden möchte. Ich sehe jetzt gerade hier hinten vor mir die Karamellbeeren. Das erinnert mich da gerade daran. Deswegen, das ist zum Beispiel die Minerva. Ist auch eine ganz, ganz tolle öfter blühende Rose, die eben auch mit diesem pflaumenfarbigen, purpurfarbenen Blüten eben wirklich sehr viel hermacht. Auch sehr, sehr gut als so eine kleine, mittelgroße Hecke zu ziehen wäre. Dann haben wir Mozart's Lady, sehe ich hier drüben gerade. Kennt ihr natürlich auch jetzt im Moment sogar noch bei uns im Lavendelgarten. Wunderschön, naja, wunderschön ist ein bisschen übertrieben, aber immerhin noch schön in Blüte. Auch vorne bei uns am Eingang vom Parkplatz, und da seht ihr auch, da ist sie wirklich flächig groß, heckig quasi in den Beeten gepflanzt. Gerade wirklich dann so auch als erster Eindruck. Und sie ist halt so ausdauernd blühend, hat einen schönen Duft dabei, ist dicht wachsend. Also macht auch wirklich eine ganz, ganz tolle, so eine mittelgroße Hecke. Und da würde ich euch jetzt von den Pflanzabständen im Prinzip raten, so, es kommt halt immer drauf an, wie geduldig ihr seid, ne? Also wenn ihr sagt, so, okay, ich bin geduldiger und baue meine Hecke über 3-4 Jahre langsam auf, damit sie schön dicht und buschig ist, dann könnt ihr natürlich größere Abstände machen. Dann könnt ihr einen halben Meter von mir aus einen Abstand machen, 60 Zentimeter. Aber ihr müsst halt einfach wirklich darauf achten, dass ihr dann durch immer wieder Rückschnitt viele, viele Verzweigungen bekommt, damit es einfach diese Dichte hat, ne, dass die Pflanzen ineinander wachsen, sich treffen und dann einfach auch diesen dichten, dieses dichte Ansehen von einer Hecke eben haben. Wenn ihr weniger geduldig seid, dann macht einfach eure Pflanzabstände einen Ticken kleiner. Dann pflanzt eben so eine Mozart's Lady ruhig auch 40 cm Abstände. Also das müsst ihr einfach so ein bisschen selber gucken, wie ihr da so gestrickt seid. Andere tolle halbhohe Hecken sind natürlich, ich meine, ihr kennt sie, unsere Stanwell Perpetual, die muss ich einfach erwähnen, vorne auch am Eingang, ne, noch ganz klein jetzt. Da seht ihr auch sehr schön eben die, wir sind auch ungeduldig, wir wollen es natürlich auch ganz schnell ganz dicht haben und sitzen hier natürlich an der Quelle und haben von daher wirklich sehr dicht gepflanzt. Wir haben die sogar so im Zickzack gepflanzt, dass sie wirklich sehr schnell, sehr dick wird. Das ist natürlich auch noch ein Trick, ne, dass ihr eine Rose nicht nur in die Reihe eine neben die andere setzt, wenn ihr richtig tief für Hecken haben wollt, dann macht es natürlich Sinn, die ganze Geschichte in einem Zickzack anzupflanzen, ne, dass ihr wirklich da Breite auch entsprechend bekommt. Aber viele von diesen Rosen, die ich euch nenne, sind ja von Haus aus breit. Also Stanwell Perpetual kann sicherlich einen Meter breite Hecke auch so machen. Dann Sweet Pretty ist natürlich auch so eine kleine bis halbhohe tolle Hecke. Ihr kennt die Rose auch schon häufig erwähnt. Super gesund, super ausdrucksstark und lässt sich eben auch schön kompakt halten, dass man sie heckig halten könnte. Aber ist natürlich
überall im Beet, als Beetrose auch ganz, ganz super. Penelope Hophaus von John's Garmin, wir haben sie gerade hier vorne stehen, vor unserer Gartenkasse, ist natürlich auch eine, die ist im Topf toll, die ist als großer Strauch toll eben hier, aber eben auch könnte ich toll als eine schöne Hecke anpflanzen. Und ich finde es halt einfach, deswegen reite ich da drauf so rum, ich finde halt einfach Rosen als Hecken so toll, weil ihr einfach so viel davon habt, eben die Blüte, gerade auch bei den öfter blühenden Rosen macht es natürlich dann richtig Sinn. Comte de Chambord wäre natürlich auch eine, hatte ich neulich euch vorgestellt, ist eine ja auch meiner Lieblingsrosen, weil sie so einen unglaublich tollen Duft hat, würde auch eine schöne kompakte Hecke machen. Oder eben auch die Swiss Damask, die wir auch schon öfter mal gezeigt haben von John's Garmin, auch eine schöne kompakt wachsende Strauchrose mit einem tollen Duft, die eben auch super schöne Hecken macht. Oder eben hinten aus dem Gemüse, Quatsch, nicht aus dem Gemüsegarten, aus dem Wassergarten kennt ihr die auch. Eisäppel, die Rose de Rest, da sind wir dann wieder so in der dunkleren Abteilung, ein bisschen heller als Minerva, aber eben auch schön dunkel. Und die macht natürlich auch richtig schöne Hecken, dicht und buschig und wächst halt auch sehr kompakt. Das sind die Portlandrosen, eben Comte de Chambord auch, die eben schön kompakt wachsen. Also von daher auch toller Duft und. Und schön auch noch Nautica, finde ich auch immer so, wenn wir noch ein bisschen so diesen bläulichen Stich mitnehmen wollen, auch eine tolle Rose, die man schön kompakt eben im öfter blühenden Bereich halten kann. Also die alle so als Tipp für euch. Bei einmal blühenden Hecken, was spricht dafür im mittelgroßen Bereich? Die würde ich immer dort eben etablieren, wo ihr schattige Plätze habt, weil die einmal blühenden alten Rosen, die können ganz toll in diesen schattigeren Plätzen auch stehen. Wenn ihr öfter blühende Hecken haben wollt, dann braucht ihr halt wirklich richtig gut Sonne und richtig gut Licht und richtig schöne Bedingungen. Aber wenn das halt eher so eine dunklere Ecke, ist, oder ihr seid irgendwo oben im Schwarzwald, oben im Jura, oben in den Vogesen, oben im, ich weiß nicht, Bayerischen Wald, im Erzgebirge oder wo sonst noch überall kalt ist, da auf jeden Fall dann mit einmal blühenden Hecken besser arbeiten. Wunderschön natürlich die Queen of Denmark, Königin von Dänemark, mit dieser herrlichen, altmodischen, wunderschön geviertelten Blüte, sagenhafter Duft, den die Alba-Rosen ja alle haben. Die eignet sich halt toll für eine Hecke, so bis 1,50 Meter, also wirklich richtig schön. Überhaupt die Alba-Rosen, auch Alba Maxima könnt ihr da nehmen, wenn ihr was Weißes haben wollt, auch eine super schöne. Oder eben eine andere tolle Rose, eine weiße, die auch eben für solche halbschattigeren, eher ein bisschen dunkleren Lagen tolles. Madame Hardy, diese herrliche Damascena-Rose mit dem grünen Auge in der Mitte und diesem wunderbaren Duft, also auch eine ganz verlässliche, tolle Rose, die eben eine Hecke bilden kann. Tuscany Superb, nochmal so ein schöner Kontrast, extrem beliebt bei den Bienen, hat eben auch dieses wunderschöne, purpurne, burgunderfarbene Blütenblatt, da heben sich diese gelben Staubgefäße toll dagegen ab und die hat auch so wunderschöne, dunkle Hagebutten, das sieht natürlich im Herbst dann auch nochmal toll aus. Also auch die eine wirklich sagenhafte, einmal blühende Rose für eben solche schwierigeren Standorte. Und bei denen ist es auch im Prinzip mit dem Etablieren genau das Gleiche. Also auch da wollt ihr wirklich über Jahre den mit dem Rückschnitt über 2, 3, 4 Jahre immer wieder in Etappen aufbauen, dass ihr wirklich viele Verzweigungen bekommt. Und bei den einmal blühenden Rosen ist es eben so, dass ihr da nicht den ganzen Sommer immer wieder zurückschneidet, weil die blühen halt nur einmal. Aber die könntet ihr dann im Prinzip jetzt im Winter oder im Herbst, wenn sie keine Hagebutten haben, wenn ihr die Hagebutten genießen wollt, dann lasst sie natürlich. Aber dann irgendwann im Winter einfach auch wieder etwas stärker zurücknehmen, dass sie wirklich nochmal die Möglichkeiten dann haben, sich schön zu verzweigen. Und wenn ihr halt ganz schnell ganz dichte Hecken haben wollt, dann setzt sie ein bisschen näher oder ein bisschen enger zusammen. Dann habt ihr den gleichen Effekt. Genau. So, und dann müssen wir natürlich noch mal gucken, die ganz großen Sträucher. Weil es gibt natürlich manche, die auch so richtig riesengroße Hecken haben wollen mit Rosen. Und da stehe ich natürlich hier schon mal wieder ganz gut, also hier vorne, bei der Lady's Garmin. Das ist natürlich auch eine öfter blühende Rose,
die einen ganz tollen großen Solitärstrauch macht, aber ihr seht es natürlich, eine unordentliche Hecke machen könnte. Ne? Wenn ihr also wirklich viel Platz habt, dann könnt ihr natürlich mit so einer Ladies Garden ein paar Sträucher nebeneinander, das hier ist jetzt mindestens eine große Dreiergruppe, aber damit könnte ich natürlich auch, hier haben wir eine Unterbrechung zwar drin mit Syria d'Orchidee, aber hier geht es dann mit der Ladies Garden weiter. Stellt euch also vor, hier in der Mitte wäre nochmal Ladies Garden, dann wäre das eine richtige große, schöne Hecke entlang von einem Zaun. Vor einer riesigen Mauer, irgendwie sowas, wo ihr halt wirklich so diesen herrlichen Duft reinbringen wollt und diese wunderschöne heckige Anmutung über den ganzen Sommer. Ne? Also eher unordentliche Hecke. Andere öfter blühende Rosen, die wirklich auch sich toll für so große, voluminöse Hecken eignen, sind die Moschata-Hybriden. Ich habe die ja schon häufig in meinen Videos erwähnt und ich stehe also total auf diese Rosen, weil die Moschata-Hybriden eigentlich, die bringen so viel Romantik mit sich und eben auch diesen wunderschönen romantischen eben Habitus. Man kann die toll vor Zäune setzen, vor Mauern setzen, brauchen es aber auch eben eher schön Licht, schön sonnig, haben es gerne warm. Und das ist eine Rosenfamilie, die ist zu einer Zeit eigentlich gezüchtet worden von dem Reverend Pemberton, zu einer Zeit, wo alle anderen eigentlich wie verrückt Edelrosen ziemlich steife gezüchtet haben. Und da hat dieser Geistliche tatsächlich diese wunderschönen romantischen Rosen hervorgebracht. Dazu gehört zum Beispiel die Felicia. Eine wunderschöne, silbrig-rosafarbene Moschata-Hybride mit so leicht eingedrehten Knospen. Also die hat sowas gleichzeitig Edles, aber eben auch total Romantisches. Hat so einen Ticken Gelb auch in der Blüte, aber ganz, ganz zart. Und das zeichnet die Moschata-Hybriden auch aus, dass sie immer so dieses Changierte haben, dieses mehrfarbige in ihrem Verlauf, Blüte, Aufblühen, Vollblühen und Verblühen. Also wenn du da so einen Trieb von so einer Moschata-Hybride zurückschneidest, dann ist das gleich wie ein abwechslungsreicher Blumenstrauß. Da braucht es gar nichts anderes mehr, weil da so viele Blüten, Knospen und verschiedene Farben dran sind, dass es wirklich so schön ist. Also Felicia, eine ganz, ganz wunderschöne Moschata-Hybride, toll als Hecke eben auch. Gruß an Tom Lee, der wollte das nämlich wissen, habe ich hier auch irgendwo in meinen Fragen. Ich weiß es, der hatte nach Felicia gefragt. Aber eben auch sehr schön Penelope. Wir haben die ja im Teegarten an der Wand wachsend. Da kann sie auch toll klettern, aber macht eben auch eine wunderschöne informelle Hecke, so eine etwas unordentlich, aber im guten Sinne unordentlich. Ne? Und die können also durchaus so auf 1,60, 70, 80 werden. Aber muss man sie auch über Jahre schön aufbauen, weil sie doch auch dazu neigen, ähnlich wie die Ladies Garden, so ein bisschen längere, ausladendere Triebe zu machen. Also man muss da Platz haben. Mozart, ihr kennt sie von hier oben am Ende der Yellow Brick Road. Da haben wir sie ja stehen und da ist sie ja so heckig im Prinzip. Also auch die eben wirklich ganz, ganz toll als Hecke gezogen. Und das halt eben den ganzen Sommer über immer wieder blühend. Genau, welche habe ich denn da noch für euch? Hey, Sippi! Wenn ihr da noch was Gelbes haben möchtet, also so richtig gelb oder cremegelb. Hier ist wieder einer ins Taxi eingestiegen. auch unter den Moschata-Hybriden ganz, ganz super. Gleiche Eigenschaften auch, toller Duft, toll romantischer Habitus, das ist Buff Beauty. Also die ist auch wirklich cremegelb, wunderschön, tolle Moschata-Hybride, kann man bestens euch empfehlen. Wichtig, wenn ihr jetzt so große Hecken habt, eben solche romantischen Hecken, dann bei den Moschata-Hybriden braucht ihr wirklich Licht. Ihr braucht ein bisschen Geduld, dass ihr sie schön verzweigt über Jahre aufbaut, also 3-4 Jahre, dass sie wirklich richtig schön dicht werden. Große Hecken machen natürlich auch tolle Solitärsträucher und können auch alle durch die Bank weg toll klettern, wie ihr bei uns im Teegarten seht, können dann Bögen klettern und so weiter. Also das sind wirklich tolle Rosen. Ja, wenn wir von Hecken sprechen, dann dürfen wir natürlich die Rugosa-Rosen nicht vergessen, weil sie sind natürlich prädestinierte Heckenrosen. Und auch wir haben hier vorne bei uns an der Straße entlang die
die weiße Rugosa-Rose. Sehr schön um diese Jahreszeit mit den tollen, schönen, reifen Früchten. Rugosa-Rosen machen gleichzeitig Blüten und Hagebutten, sind eben öfter blühend. Und eine ganz tolle als Hecke, finde ich immer, ist die Hansa. Eben öfter blühend, wunderschöne Hagebutten. Kann gut bis 1,80 Meter, 2 Meter hoch werden, so eine Hecke, 1,20 Meter, upsie, 1,20 Meter breit. Also das ist bei den Rugosa-Rosen überhaupt kein Problem. Tolle Farbe auch von der Hansa. Dann und sehr, sehr gesund dazu, das ist auch wichtig. Die Louise Bunier, auch eine ganz, ganz tolle Rose für eine Hecke mit einem wunderschönen Duft. Ist ein bisschen unterschätzt eigentlich. Also man sieht sie gar nicht so häufig in den Gärten, aber hat wirklich sehr hübsche Knospen. Macht auch ganz, ganz tolle Früchte. Kann auch eben toll als Hecke gezogen werden. Wächst sehr schön dicht und ist eben dabei auch noch bienenfreundlich. Also von daher auch eine wirklich richtig tolle Rose. Dann eine weitere, die ich wirklich ganz klasse auch finde, immer als Hecke. Und ihr seht es hier eingeblendet, ja, wie üppig die wachsen kann. Es ist Nevada, es ist keine Rugosa-Hybride, ist eigentlich eine Strauchrose, aber kann also auch epische Ausmaße annehmen über Jahre. Hat diese herrlichen, wirklich handflächengroßen, einfachen Blüten, wunderschöne Staubgefäße, ist eine sehr, sehr gesunde, starke Rose auch. Die kann ja auch 1,80 Meter, 2 Meter große Hecke werden. Ist auch toll im Halbschatten, bienenfreundlich, also hat alles, was man so braucht und blüht auch immer gerne im Herbst nochmal nach. Also das ist auch immer nochmal sehr, sehr schön bei der Nevada. Und dann, was hatte ich denn noch für euch? Multiflora, Rosa Multiflora ist natürlich toll als Hecke, ja. Und nicht zuletzt, ich meine, die Blüten sind jetzt nicht so spektakulär, sind ja diese einfachen, aber extrem schön duftenden Blüten. Auch für Höhenlagen, für schwierige Lagen. Ganz, ganz tolle Rose und wunderschön halt diese kleinen Hagebutten im Herbst, jetzt eben um Gestecke oder Kränze oder sowas zu machen, aber eben einfach auch für Vögel. Also wirklich die entzückendsten Hagebutten überhaupt, die man haben kann, bekommt man von der wunderschönen Multiflora. Eine Wildrose ist das. Und eben die Wildrosen könnt ihr natürlich haben, also wenn ihr Platz habt, das sind natürlich wirklich epische Heckenrosen. Also die kann man auch wiederum an Zäunen entlang oder an der Peripherie vom Grundstück oder so etablieren. Entweder als große Solitärsträucher. Rosa Xanthina, Canary Bird zum Beispiel, die gelbe. Wunderschön. Viele von denen haben richtig fiese Stacheln auch. Ne? Das ist bei Hecken natürlich manchmal auch sehr, sehr gewünscht. Wow, jetzt wird es hier aber ungemütlich. Manning's Blush hatte ich euch ja letztes Mal schon mal vorgestellt. Wäre auch toll als Hecke mit dem herrlichen Apfelduft im Laub. Und Rosa Scamanii auch wiederum mit den super tollen Hagebutten. Also da gibt es wirklich richtig viele von den Wildrosen. Da könnt ihr natürlich bei uns im Shop einfach auch mal unter Wildrosen schauen. Da gehen eigentlich wirklich alle toll für Hecken. Ne? Wenn ihr es aber wieder ein bisschen kultivierter haben wollt und im einmal blühenden Bereich bleiben wollt, eben weil ihr in Höhenlagen seid, in schwierigeren Lagen seid wiederum, gilt das Gleiche wie bei den mittleren, mittelgroßen Hecken. Wenn ihr einfach wirklich so ein bisschen was haben müsst, was wirklich sehr viel mitmacht, Widerstandskraft hat, ist natürlich Isfahan prädestiniert. Wunderschöne Damascena-Rose mit unglaublich vielen Blüten. Und ihr seht sie auch hier bei uns im alten Rosengarten. Die ist ja so hoch wie ich, also und kann noch höher. Ich meine, ich bin jetzt nicht so die größte Hecke gerade. Aber von daher, das ist eine ganz, ganz tolle Heckenrose, auch mit tollen Hagebutten später im Jahr. Und es gäbe natürlich noch viele, viele mehr und ich würde euch gerne stundenlang noch mehr von diesen Rosen erzählen, aber eben damit soll es, glaube ich, heute einfach mal genug sein. Ihr habt jetzt wirklich eine tolle Auswahl für kleine Hecken, öfter oder einmal blühend, für mittlere Hecken, öfter oder einmal blühend, je nachdem, was für einen Standort ihr habt und eben große, öfter oder einmal blühend. Und wie gesagt, die Pflanzabstände haben wir euch ja auch immer wieder unten mit eingebaut. Blendet. Wenn ihr Fragen dazu habt, einfach unten in die Kommentare. Und wenn ihr jetzt eben euch auch als nicht sicher seid, ne, welche Rose nehme ich, für welchen Standort, passt es für mich, schreibt uns einfach. Wir machen dann wirklich gerne da eine Beratung für euch, geben euch per E-Mail Tipps, was für euch eben da am passendsten ist. Also immer her damit, weil das ist halt wirklich wichtig und das ist auch so ein Schlagwort immer. Die richtige Rose für euren Standort, für den entsprechenden, das ist eben der Schlüssel zum Glück. Wenn ihr da eine falsche Auswahl trefft, dann kann es unter Umständen eben nicht so gut werden. Also da muss man einfach immer ein bisschen gucken, entweder bei uns lesen im Onlineshop oder sich beraten lassen. Genau. Und wir suchen uns jetzt mal ein bisschen windstilleres Fleckchen irgendwo mit dem Seppel vielleicht noch auf der Bank. Dann kann ich auch noch eure Fragen beantworten, weil da waren natürlich auch noch ein paar diese Woche. Immer.
So, hier ist es doch wesentlich angenehmer. Die Sonne kommt auch noch mal raus zum Finale. Hier seht ihr noch mal, ups, okay, geht schon mal aufs Bänkchen vorwärmen. Hier seht ihr noch mal sehr schön Komplikata. Traumhaft jetzt auch mit den Hagebutten. Und eben davon mehrere Sträucher nebeneinander. Super Hecke auf hier in dem Fall jetzt so 1,60, 1,70. Oder hier eben kleiner, ich glaube, das ist Officinalis, ich bin jetzt aber gar nicht sicher. Eben einfach dann so eine mittelhohe Hecke. Stellt euch vor, 1, 2, 3, 4 noch mal ein paar nebendran. Und ihr habt einfach eine richtig, richtig schöne, kompakte, überschaubare Hecke jetzt um die Jahreszeit mit Hagebutten und also was will man mehr? Das ist doch wirklich, aber eben wie gesagt, das sind die Einmalblüten, da seht ihr noch mal kompakter, ne? Weil schon mal zurückgeschnitten jetzt und die Öfterblüten, die sind natürlich jetzt alle noch so ein bisschen ausladender, wie ihr es eben bei Mozart gesehen habt, wo ich gestanden bin. Okay, Seppel, na? Wo warst du wieder überall rumgestrummert? Was hast du denn eigentlich da oben in diesem Rambler veranstaltet? Ich hoffe, nichts Freches. Okay, jetzt noch ein paar Fragen von euch, beziehungsweise erstmal noch kleine Deko, die wir diese Woche gemacht haben. Da haben wir aus unserem Lavendelgarten hier bei den weidenblättrigen Birnen die Zweige, die Triebe geschnitten. Das ist immer Pyrus salicifolia und die Malis hat dann daraus ein schönes Kränzchen geformt, hat dann dabei noch mit Lavendel gearbeitet, mit allem, was hier so im Garten im Moment noch ist, ein paar Zieräpfel, natürlich Hagebutten. Wir haben diese schönen Laternen hier. Ich finde Laternen jetzt im Herbst, gerade auch wenn es dann früh dunkel ist, wenn man die so vorm Haus stehen hat oder auf der Terrasse oder so mit einer Kerze drin, ein bisschen hübsch dekoriert. Das ist eigentlich so schnell gemacht und ist aber wirklich so hübsch. Und dann hat man da so eine nette, natürliche Lichtquelle. Also finde ich eigentlich eine sehr, sehr schöne Idee jetzt so für den Herbst. Ein bisschen fette Henne noch mit dabei. Ihr seht es, ne? Also es ist wirklich ganz einfach in ein paar Minuten gemacht. Einfach das, was der Garten jetzt so hergibt, zusammengestellt und eben einfach hübsch für die Jahreszeit. Genau, dann sind wir natürlich am Nüsse sammeln hier. Die Walnüsse, die werfen die Früchte ab und die werden jetzt alle gesammelt. Wir nehmen natürlich nicht alles weg, weil die Eichhörnchen, ihr seht es hier, da ist natürlich auch das Eichhörnchen am Sammeln. Die müssen natürlich auch ihre Depots jetzt anlegen. Und wir haben natürlich die Nüsse dann auch immer parat und legen dann auch immer so Haufen unter die Bäume teilweise, damit die dann eben auch da ihre Nahrungsquelle noch über den Winter haben. Aber wollen natürlich jetzt nicht, dass bei dieser ganzen Nässe und Regen die Früchte da verrotten und eben dann nicht mehr schön sind. Von daher auch alles schon gesammelt. Dann sind wir natürlich hier überall am Laub fegen und vor allem natürlich nach den Stürmen. Aber es ist natürlich jetzt wirklich noch sehr hübsch hier im Garten, eben mit dem roten Laub überall. Das ist natürlich um diese Jahreszeit wirklich ganz, ganz besonders schön. Irre, dieses Jahr diese Magnolienfrüchte. Da war übrigens auch was davon in dem Herbst gesteckt von der Malis. Aber das ist ja unglaublich, wie die Bäume da dieses Jahr vollhängen mit diesen roten Magnolienfrüchten. Und es leuchtet einfach überall in allen Farben. Teilweise sind die Bienen noch unterwegs. Die Herbstastern sind so ein bisschen mitgenommen hier. Wir hatten wahnsinnig viel Regen. Also letzte Woche nichts von goldenem Oktober. Aber jetzt hoffe ich mal, dass es doch nochmal hier klappt. Und wir dann eben einen schönen paar schöne Oktoberwochen noch bekommen. Das wäre natürlich sehr, sehr schön. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also ich möchte jetzt nicht sagen, ich fühle mich betrogen dieses Jahr. Aber so ein bisschen komisch war es schon, oder? Also irgendwie hat man den ganzen Sommer auf den Sommer gewartet und er kam nicht so richtig. Jetzt ist plötzlich der Herbst da mit voller Wucht. Wir sind hier normalerweise total verwöhnt mit einem goldenen Oktober, aber jetzt ist er schon wieder ausgegangen gerade. Also ja, man muss es aber halt einfach nehmen, wie es kommt. Und wir freuen uns jetzt halt einfach auf diese schöne, gemütliche Herbst- und Winterzeit. Wir haben demnächst dann die Whisky-Tastings wieder, die bei uns dann am brennenden Kamin, am lodernden Feuer stattfinden. Und es ist natürlich auch eine schöne Zeit. Und auch jetzt gerade dann so mit Tea-Time wieder am Ofen sitzend bei uns im Restaurant. Dann machen wir es immer so, dass man zur Tea-Time auch einen Gartenbesuch noch frei bekommt. Dann
kann man den herbstlichen Garten oder den winterlichen Garten auch einfach so noch genießen. Und wenn es an dem Tag dann fürchterliches Wetter ist, dann bekommt man einen Gutschein, damit man dann zu einer anderen Jahreszeit oder nächstes Frühjahr, nächsten Sommer dann den Garten besuchen kann. Das ist auch immer ganz schön. Da freuen sich natürlich unsere Besucher drüber. Genau, also das ist so das, was jetzt demnächst noch ansteht. Oh, das ist schön. Und jetzt noch ein paar von euren Fragen schnell beantworten. Das ist mir immer ganz wichtig. Die Angela hat zum Beispiel, oder Angela hat gefragt, im Frühjahr hat sie 2 Clematis bei uns gekauft. Sie sind auch gut angewachsen. Bin ich immer froh, wenn ich das höre und lese. Aber wie schütze ich die Clematis im Winter? Muss ich sie abdecken? Liebe Grüße und gute Besserung. Ach, übrigens, ja genau, Mensch, tausend Dank für eure vielen, vielen, vielen lieben, guten Wünsche letzte Woche. Das hat mich natürlich total gefreut und zack, war ich wieder gesund. Nee, also so ein bisschen steckt es immer noch drin, aber ich bin eigentlich schon wieder ganz fit, aber war sehr lieb eben von euch allen, diese guten Wünsche zu bekommen. Genau, und Angela oder Angela, Clematis brauchst du nichts abdecken oder schützen. Also die meisten Clematis sind winterhart, wenn du sie von uns bekommen hast, sollte eigentlich keine Sorte dabei sein, die da was abkriegt. Also da muss man in der Regel nichts machen. Wenn du ein bisschen Laub hast, vielleicht einfach so drumherum, dass der Fuß abgedeckt ist, oder ein bisschen Gartenfaser oder sowas, aber das reicht vollkommen. Genau, dann hat hier AST60 geschrieben, liebe Stefanie, auch gute Besserung. Ich habe vor Jahren die Rose New Dawn an eine Blutpflaume gepflanzt und mit sehr, sehr geringem Erfolg. Wenig Blüten, überall Rosenrost und mickrig. Sie steht neben unserem Kompost. Was kann ich tun? Also das ist wieder ein schönes Beispiel für richtige Rose am richtigen Standort. Ich schätze mal, dass die New Dawn sich da einfach nicht wohlfühlt. Entweder zu viel Konkurrenz von der Blutpflaume oder einfach zu schattig. New Dawn braucht wirklich Hitze, die hat gerne auch mal Sonne. Also ich denke, dass die sich da einfach an diesem Ort nicht wohlfühlt. Aber New Dawn ist zickig, also ist keine 100% verlässliche Pflanze und ich bin auch immer geneigt, da lieber was anderes zu wählen. Also ich bin kein großer Fan, ehrlich gesagt, von New Dawn. Und von daher ihr einfach jetzt mal drohen, dass sie rausfliegt nächstes Jahr, wenn sie nicht gut tut. Häufig nützt das. Oder, da sie schon neben Kompost steht, vielleicht gleich auf den Kompost oder besser gesagt einfach rausnehmen und was anderes dafür reinnehmen. Root Grow, schönes neues Loch ausnehmen, neue Rose rein, kann unter Umständen besser sein, als eben da noch lange rum zu peppeln an dieser New Dawn. Dann hat die Ingrid gefragt, gibt es die Schere auch für Linkshänder und für kleine Hände? Sie meint eben die Schere, die ich letzte Woche vorgestellt hatte im Video, meine liebe Löwe 11, die ich so gerne habe. Die ist übrigens sehr gut für kleine Hände. Aber eben ist jetzt nicht keine Linkshänderschere. Die Linkshänderschere ist die Löwe 8. Die haben wir auch im Online-Shop. Und ich finde, die ist auch für eine kleine Hand wirklich gut handelbar und kann auf jeden Fall eben auch von Linkshändern verwendet werden. Ist eine beidhändige Schere. Genau. Dann hat die Christine noch gefragt, ich habe bei meinen Rosen mit euren Obelisken Rosenzikaden entdeckt. Ich wollte sie händisch absammeln, aber die springen davon. Ja, die sind schnell, die Viecher. Was kann ich jetzt am besten dagegen tun? Schaden sie der Pflanze arg? Liebe Grüße, Christine. Christine ist jetzt um die Jahreszeit eigentlich nicht das Riesenproblem, außer dass die natürlich, wenn es noch schön mild ist, ihre Eier in der Rinde, in den Trieben, in der Rinde ablegen. Und dann hast du natürlich das Problem nächstes Frühjahr. Also könnte man jetzt sagen, okay, ich spritze nochmal mit einem Nebenprodukt, was eben auch gegen Blattläuse oder wie auch immer wirksam wäre. Das kann man auf jeden Fall machen oder eben mit irgendwie einer Brennnesseljauche oder sonst was. Aber das Blöde sind halt tatsächlich diese Eier, die irgendwo da in die Ritzen gelegt werden und dann hat man eben im Frühjahr das Problem. Also von daher jetzt aktuell eigentlich nicht problematisch, aber dann aufs Frühjahr gesehen durchaus auch. Viel von den Eiern geht dann auch weg beim Rückschnitt, wenn ihr den Frühjahrsrückschnitt macht und so ein Drittel eurer Rosen zurückschneidet, aber eben nicht unbedingt alles. Also von daher vielleicht nochmal behandeln. Und dann haben wir noch die Petra von der Ostsee, die hat nach Handschuhen gefragt. Ich habe nämlich im Garten viele Rosen, Disteln, Brombeeren und Brennnesseln. Ich habe echt viele Stacheln in der Händehaut und die sind ganz tief drin. Da fragt sie natürlich nach den Handschuhen, welche Handschuhe wir verwenden und was da gut hilft. Okay, also ihr wisst ja, ich habe immer meine Handschuhe dabei und zwar entweder diese hier, da ist ein bisschen Seppel beeinträchtigt, ein bisschen dreckig, die also wirklich sehr, sehr schön
gut dick sind und man kann gut damit arbeiten. Und vor allem die Stulpe ist halt immer wichtig, ne? Also das finde ich beim Rosenschneiden immer wichtig. Die finde ich sehr schön und trotzdem sie weiß sind, ihr seht es auch bei viel Gebrauch, bleiben sie eigentlich wirklich ganz schön. Und man zieht sie einfach gern an, weil man hat von innen so ein Hausschuh-Feeling. Das ist wie so in einen bequemen Hausschuh reinzugehen. Und dann kennt ihr ja auch den anderen Handschuh, den ich häufig verwende. Das ist der Roseré. Den habe ich auch sehr gerne. Den habe ich in vielen der älteren Videos auch immer an, noch beim Rosenschneiden. Jetzt fliegt mir hier alles runter, ist auch okay. Halt mal, Seppel. Okay. So. Und auch einen Handschuh, der sehr, sehr schön sich anschmiegt, nicht ganz so fest wie der andere, nicht ganz so, aber normale Stacheln kommen da eigentlich auch nicht durch, auch wieder mit der schönen Stulpe. Aber wenn es wirklich so Richtung Brombeeren und Richtung Disteln und Richtung richtig heftig ist, dann würde ich so einen Handschuh mit einer wirklich einer Wildlederfläche nehmen. Finde ich, ist dann auf jeden Fall die sicherere Option, weil da kommt dann tatsächlich nichts mehr durch. Das ist der Rancier, den wir bei uns auch im Shop haben. Also ja, das, man hat da dann auch immer so seine Lieblinge, ne? Also was so besonders gut an mit der eigenen Hand fittet. Und das sind jetzt alles so Größe 8, 7, die so für meine Hand, die ja nicht besonders groß ist, eben ganz gut passen. Genau, und so, das war der Gruß an die Ostsee, liebe Petra. Ja, und dann, meine Güte, hätte ich fast vergessen, habe ja noch einen Schmankerl für euch. Stauden. Wir müssen noch Stauden loswerden. Wir brauchen einfach Platz. Uns hat noch eine ganze Menge schöner Herbststauden da. Schaut einfach mal in unserem Sale-Bereich. Teilweise 30% runtergesetzt. Wenn da jetzt noch was ist, worauf ihr Lust habt im Herbst für die Pflanzung, könnt ihr da nochmal zuschlagen. In der Reithalle, in der alten Halle sind natürlich jetzt schon die ganzen Kisten gestellt. Die wurzelnackten Rosen, die ersten kommen nächste Woche schon an. Freuen wir uns natürlich riesig drauf. Nicht nur Strauch- und Kletterrosen, es geht dann auch der Versand recht schnell los. Viele von euch warten hier drauf, dass es endlich losgeht. Es kommen dann auch jede Menge Hochstammrosen schon an. Wurzelnackt natürlich dann auch verschickbar. Können wir dann nächste Woche auf jeden Fall im Video auch euch wieder einige zeigen und ein bisschen noch Tipps zu Hochstämmen geben. Und dann hoffen wir natürlich, dass ihr auch wieder mit dabei seid. Und für heute, passend zum Abschied, kommt die Sonne nochmal, wünschen wir euch einen wunderschönen Sonntag. Genießt eure Gärten, eure Balkone und eure Terrassen. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, unten einfach in die Kommentarbox. Und ja, plant schön, freut euch auf die wurzelnackten Rosen, die bald kommen. Und dann bis nächsten Sonntag. Macht's gut. Tschüss.